Ja, ein herzliches Grüß Gott, alle Interessierten, hier in Kematen, zwischen Ips und Amstetten, im schönen ländlichen Niederösterreich. Was sehen wir hier? Das welterste Kongressmuseum. Und mein Name ist Günter Schermann und ich erforsche dieses Phänomen bereits seit 15 Jahren. Ich bin allsommerlich vor Ort in Südengland, der Hauptkornkreisgegend. Crop Circle, Kornkreis, da geht es nicht mehr um Kreise, wie es früher geheißen hat. Das sind mittlerweile seit Anfang der 90er Jahre gigantische, große, komplexe geometrische Muster, die sich in der Landschaft plötzlich zeigen und die versteckte Botschaften enthalten. Wir haben hier wunderbare Geometrien, der goldene Schnitt, wir haben vor allem runde Formen, Spirale, Kreise, verschiedenste Kombinationen, mehr das Weibliche. Und dann zeigen sich Muster über 300 Meter lang zum Beispiel, kodierte Botschaften. Und das ist das Rätsel, dem wir halt immer mehr und mehr auf den Grund gehen und erkennen, dass es sich hier wirklich um kosmische Botschaften für diese neue Zeit des Bewusstseins handelt. Ja, der Familie Grissenberger ist es zu verdanken, Heidi, Franz und Georg, der Älteste, dass das Kongressmuseum wirklich Realität geworden ist. Das erste Mal kennengelernt haben wir dieses Phänomen in Interlaken in der Schweiz. Haben wir sich gedacht, das könnte was für uns sein, weil es eben zu uns, wir sind im ländlichen Gebiet, wir sind Bauern. Als der Franz zu mir dann gesagt hat, er macht ein Museum, habe ich zuerst gemeint, er ist ein Spinner, muss ich ganz ehrlich sagen. Zwei so Bauernleute in einem kleinen Dorf ist ein bisschen für mich komisch gewesen. Und ich habe Angst natürlich gehabt, was sagen die Leute. Wie groß so etwas sein kann, hier über 340 Meter lang. Das war jetzt hier in Gerste im Jahre 1999, einer der Höhepunktjahre vor unserer Jahrtausendwende. Über 100, ja 140 Muster in einem Sommer in einer kleinen Gegend rund um Stonehenge. Vor 20 Jahren fast schon erschienen in der Nähe der Universität Cambridge. Mathematiker erkennen die sogenannte Mandelbrotmenge, populär wird es auch das Apfelmännchen genannt. Da hat uns diese Intelligenz gezeigt, dass sie wissen, dass wir jetzt am Sprung sind, den neuen Level der Mathematik zu erklimmen. Wieder von der letzten Saison ein wunderbares Muster. Da geht es auch um das alte Wissen der Mayas von Mexiko, die gefiederte Schlange. Da geht es jetzt darum, dass dieses alte Wissen jetzt zurückkehrt. Hunderte Jahre ist es zumindest dokumentiert. Steinkreise, die vermuteten Anfänge des Phänomens, dass also zu in fernen Zeiten schon das Phänomen erschienen ist und dann durch Steinsetzungen fixiert wurde, so auch Ritualplätze möglicherweise entstanden sind. Es gibt auch Steinritzungen und Höhlengravierungen, die darauf hindeuten. Im Mittelalter hat es begonnen, in Holzblockdrucken und so weiter dokumentiert zu werden. Zumindest ist es so interpretierbar. Seit 30 Jahren über 6000 dokumentierte Designs. Natürlich gibt es auch Menschengemachtes dazwischen. Immer wieder tauchen ganz bestimmte Muster auf, Kombinationen von Urformen, archetypisches, alte Formen, sei es jetzt von Dreieckstrukturen bis zu Fünfeck, Siebeneck, die Primzahlen spielen eine große Rolle, die 11, die 13 und so weiter. Und das sieht man zum Beispiel hier, wir haben hier das klassische Pentagramm, wo eben dieser goldene Schnitt enthalten ist, das was eben halt etwas Besonderes ist. Und hier hat man genialerweise den fünfzackigen Stern von groß bis klein hineinkodiert und noch einmal die 13. Also auch das auf geniale Weise. Und da geht es ja um die Fibonacci-Zahlen, also die 1, 2, 3, 5, 8, 13 und so weiter, immer die Summe der zwei vorhergehenden Zahlen. Und da ergibt sich dann als Mittel, immer mehr nähert sich das dem goldenen Schnitt an. Und das hat man im Altertum alles gewusst. Also das ist der phänomenalste Kornkreis aller Zeiten, bisher zumindest. Es ist der flächenmäßig größte, so groß wie 7 Fußballfelder, 250 Meter Durchmesser, 409 Kreise, hexagonale Struktur. Fraktalfunktionen sind drinnen. Am Abend zuvor hat es geregnet ohne Ende und die Erde war aufgeweicht. Man hätte viele Fußspuren finden müssen, wurden keine gefunden. Das ist durch die Weltpresse gegangen als einer der wenigen Kornkreise mit Untertitelungen wie: Nun erklär einer mal so etwas.
Ja, auch hier gibt es ein paar sehr phänomenale Kornkreise wie dieser. Mitteldeutschland in Grasdorf, 10 Jahre vorher erschienen. Da wurde mit einem Metallsuchgerät durchgegangen und bei 3 zentralen Kreisen hat das Gerät ausgeschlagen, wurden Metallplatten gefunden, etwa 25 cm Durchmesser, die auch das gleiche Design als Relief zeigen und zum Erstaunen der Finder eine Platte aus purem Gold, pures Silber und in Bronze. Ja, der Mann mit der Goldplatte ist spurlos verschwunden und die beiden anderen Platten sind heute im Privatbesitz. Ein einzigartiges Phänomen. Die Platten sind wahrscheinlich schon hunderte Jahre vorher unter der Erde gelegen und der Kornkreis wurde absichtlich darüber platziert, aber die Details sind bis heute ungeklärt und einzigartig. Ja, dieses Gesicht im Kornkreis vor dem Teleskop von Chilbolton in Südengland ist ein Kornrechteck mit vielen Geheimnissen. So viele, dass ich ein ganzes Buch darüber schreiben musste. Ich habe meditiert davor und festgestellt, eine Serie von Anomalien, die dann dazu geführt haben, die unter der Oberfläche liegenden mathematisch-geometrischen Geheimnisse herauszufiltern. Und das war mein Einstieg in die Kornkreisforschung und seither hat es mich nicht mehr losgelassen. Ja, hier sehen wir ein noch unentschlüsseltes Zeichen, hat wahrscheinlich mit Tesla-Technologie zu tun, ist aber noch nicht dekodiert bis heute. Hingegen Blume des Lebens, eine schöne Version von Hunderten, die direkt oder indirekt erschienen sind, ist die Urmatrix des Lebens, zumindest auf der physikalischen Ebene, und birgt enorm viele Geheimnisse. Es ist ein Basisraster der heiligen Geometrie. Es gibt das männliche Pendant dazu, ein Pyramidengitter, das verankert ist, auch in der Blume des Lebens. Das wurde entdeckt in diesem Kornkreis vom Skarabäus. Das ägyptische Motiv zeigt versteckt in diesem Segment, Flügelsegment, eine Konstruktionsmethode, offenbar die bisher einfachste überhaupt, wie man die große Pyramide schnellstens mit Zirkel, Lineal und Bleistift konstruieren kann. Und dadurch wurde entdeckt, dass es ein männliches Pendant zur weiblichen Blume des Lebens, Urmatrix, gibt. Und hier zum Beispiel zu sehen, gigantisch groß, 200 Meter, das war 2003, zum Beispiel am Ende der Saison, ein paar Tage nur existiert, der Bauer hat es dann abgeerntet, viele Bauern fangen damit noch wenig an. Wunderbar, eigentlich relativ einfache Formen, aber durch die Größe und Zusammensetzung wirkt das so grandios, und erschließt sich einem erst, dass da wirklich ein Riesenmolekül dargestellt wird, eine bestimmte Struktur unter anderem. Und darum ist es wichtig, auch wirklich von einem Hügel dort drüber zu fliegen und das als Ganzes zu erfassen. Weil wenn man selber da drinnen steht, wie hier im Zentrum die Personen, man kann das gar nicht erfassen. So gigantisch groß ist das. Und das Besondere sind eben, dass die Halme teilweise nur gebogen sind, teilweise schon auch geknickt, aber kaum gebrochen. Teilweise waagrecht weiterwachsen, sich wieder aufrichten und bis es abgeerntet wird. Und das ist eben etwas Grandioses, das in einer Fülle und Vielfalt mittlerweile dort in einem Umkreis von 200 Kilometer Durchmesser rund um Stonehenge und Avebury erscheint. Das ist so viel, das geht sich gar nicht aus, dass das Menschen alles in diesem Umfang machen. Noch dazu, wir beobachten das auch, sind auch Fans da, die das untersuchen, die wirklich interessiert dran sind, was ist da mathematisch dahinter, welche weiteren geistigen Botschaften sind dahinter. Da hat ein amerikanischer Astronomieprofessor musikalische Intervalle entdeckt, versteckt, geometrisch versteckt hier, und es konnten euklidische Theoreme gefunden werden, die bisher nicht bekannt waren. Getreide, vor allem hier Weizen, das ist eines der Hauptnahrungsmittel auf der Welt. Und wenn sich das dann hier entfaltet, altes Wissen ausbreitend, dann wirkt das vor allem auch energetisch für die Landschaft dort, wie Akupunkturpunkte. Jetzt haben wir es fast 3 Jahre, jetzt werden es im April 3 Jahre, dass wir das Phänomen in unserem Museum da haben.
Und ich bin jetzt da eigentlich schon ein richtiger Fan geworden von den Kornkreisen und ich schaue, dass ich immer wieder Vorträge und so das organisiere. Also ich habe wirklich eine Freude mit denen und natürlich mit den Kornkreismachern habe ich natürlich auch Freude, ist klar. Das sind meine Freunde geworden. Das welterste Kornkreismuseum.